Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Video greife ich eine Frage auf, die mich per Mail erreicht hat, nämlich die Frage nach der Körperschaft steuerlichen Organschaft. Was ist eine Körperschaft steuerliche Organschaft? Zunächst einmal schauen wir uns den Begriff Organ an. Und das, was aus dem etymologischen Wörterbuch hier am besten passt, ist, ein Organ ist Teil eines lebendigen Ganzen. Also offensichtlich handelt es sich hier um Teile, die als Ganzes betrachtet werden. Eine körperschaftssteuerliche Organschaft sind also Töchter einer Konzernmutter. Ja, nehmen wir mal an, das ist die Konzernmutter hier. Und diese Konzernmutter hat, sagen wir, drei Konzerntöchter. Dann bedeutet körperschaftssteuerliche Organschaft, dass diese Töchter körperschaftssteuerlich als Einheit betrachtet werden. Körperschaftssteuerliche Organschaft ist also die einheitliche körperschaftssteuerliche Betrachtung. Die einheitliche körperschaftssteuerliche Betrachtung. Diese Töchter werden körperschaftssteuerlich so betrachtet, als sei es ein Unternehmen. Das ist nicht unbrisant, denn das bedeutet, dass diese Töchter untereinander Gewinne und Verluste verrechnen können. Gewinne und Verluste können hier verrechnet werden. Das ist ein großer Vorteil gegenüber einem Einzelunternehmen. Wenn ein Einzelunternehmen Verluste macht, dann steht es praktisch im Regen. Wenn hier eines, sagen wir dieser drei Töchter Verluste macht, das macht also einen Verlust, die beiden anderen machen einen Gewinn, dann kann man das miteinander verrechnen und dadurch sogar noch die Steuer senken, während wenn dieses Unternehmen allein dastehen würde, es auf Dauer in dieser Verlustsituation nicht bestehen kann. Hier kann dieses Unternehmen auf Dauer bestehen, solange die anderen Gewinne machen, kann man verrechnen und sogar noch die Steuer senken. Das ist also eine körperschaftssteuerliche Organschaft. Ja, ich hoffe, ich habe helfen können. Weitere Hilfen finden Sie auch in meinem Shop, spaßlerndenk-shop.de. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert.